Ja, also ich muss als Bundestrainer Jogi Löw mal sagen, dass also das ganz empfindlich, das Empfinden dieser positiven Empfindung stört, wenn wir uns da zentrifugieren auf dem Spielfeld für die Konzentration, dass da immer der Vorwurf kommt, Spieler mit Migrationshintergrund singen die Hymne nicht und man denen dann also so ein bisschen unterschwellig den Vorwurf macht, die sind keine guten Deutschen. Und das finde ich also so, dass ich das eigentlich so finde, dass ich sagen muss, wie finde ich das eigentlich? Weil die Hymne zu singen, das ist also schön, das ist wunderschön. Aber wenn nicht, dann ist es noch lange kein Beweis, dass die keine guten deutschen Tugenden haben, weil die tun auch genauso Gartenzwerge aufstellen und tun auch beim Nachbarn den Müll kontrollieren. Also. Meine Damen und Herren, wie sieht's aus? Singen Sie die Hymne mit oder machen Sie es nur wie bei Ihren meisten Protesten gegen die Regierung? Sie bewegen nur die Lippen? Natürlich. Also dann, herzlich willkommen. So wirkt das dann, nicht wahr? Willkommen in der Matthias Richling Show. Ihr Loblied auf alles, was Politik und Leben aufmischt. Ihre Fanfare, die Ihnen da den Marsch bläst, wo Sie wieder nicht auf den Text hören, wenn Gabriel, Merkel und Steinmeier und Gysi etc. Sie einlullen und den Schlaf wiegen wollen mit lieblichen Liedchen, nicht wahr? Und das wollen wir gerade mal testen mit unseren neuen Gästen heute. Und zwar haben wir für Sie vorrätig, meine Damen und Herren, die Verteidigungsministerin, die eine Verherrlichung säuselt auf ihre Laientruppe, auf ihre von der Laientruppe, ne, lass mich doch nicht, wa? Und zwar will sie ja denen die Kasernenstuben nett ausstatten nach dem neuesten Heft von Schöner Wohnen. Doch. Die Soldaten sollen es gemütlich haben vor dem Einsatz in der Wellness-Oase Bundeswehr, aber egal. Ja, ja. Na komm. Ne? Und es spielt für Sie auf Winfried Kretschmann mit Auszügen aus der Oper, die ihm die SPD immer macht. Und wir haben schon gesehen, wir haben Jogi Löw im Team mit beeindruckendem Sprechgesang über die Variation zum Thema ist Fußball wirklich nur eine Frage des Körpers, wo es mit dem Kopf ja nicht viel zu tun hat. Und naja. Und wir haben einen Nachfahren von Grigori Potjomkin. Das ist der für Katharina II. Auf ihrer Krimreise damals Dorfattrappen hinstellen ließ, die Wohlstand und funktionierende Abläufe vor allem vortäuschen sollten. Und dieser Nachfahre ist heute da, der Aufsichtsratsvorsitzende der Dorfattrappe, Flughafen Berlin-Brandenburg, Klaus Wowereit. Der ja gerne Knödeltenort, was wir seit Jahren nicht verstehen wollen. Ja, jetzt noch mal von vorne. Was heißt hier Wowereit? Was heißt Flughafen Berlin-Brandenburg? Sind die immer noch nicht fertig mit ihrer Kritik? Das ist ja ein Desaster. Da dauernd irgendwelche Nörgler auftauchen, denen was nicht passt am Flughafen Berlin. Und es ist ja immer das Gleiche. Brandschutz zum Beispiel, das haben sie vor 2 Jahren schon kritisiert. Und ist es vielleicht besser geworden? Im Gegenteil. Da können wir sehen, wie sinn- und planlos die Kritik daran war. Dann aber gepaart mit der Kritik an der verspäteten Eröffnung. Aber solange wir nicht eröffnen, kann im Brandfall gar keiner zu Schaden kommen. Das ist aktiver Brandschutz. In den Wandverkleidungen, von den Aufzügen, wären keine brandsicheren Dübel. Klar, wie oft habe ich in Aufzügen Dübel erlebt, die plötzlich anfangen zu brennen. Völliger Blödsinn. Und den höre ich mit Erstaunen. Der Flughafen hätte jetzt so lange gebraucht, dass er bereits zu alt wäre. Also da wundere ich mich aber.
Seit Jahren geht eine Diskussion in der Stadt Berlin, dass man das Berliner Stadtschloss wieder aufbauen möchte, wegen der historischen Bedeutung. Überall stellt man eine Reste der Berliner Mauer wieder hin, damit man die Entwicklungsgeschichte der DDR nachverfolgen kann. Je länger der Flughafen Berlin-Brandenburg nicht fertig wird, umso besser kann man die Entwicklungsgeschichte der BRD daran verfolgen. Also. Ja. Meine Damen und Herren, landen wir noch mal in Berlin oder wo landet Berlin noch mal? Das wollen wir besprechen mit unserem heutigen Gast in der Matthias-Richling-Show. Begrüßen Sie mit mir den negierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Bitte sehr. Bitte sehr. Ja. Herr Wowereit, schönen guten Abend, Herr. Ja, schönen guten Abend. Wollen wir erst noch gehen. Herr Wowereit. Der Flughafen wird ja immer mehr zur Lachnummer, kann man sagen. Ne? Lachen ist doch die beste Medizin. Ja, aber die nicht anschlägt. Nicht? Das Lachen wird immer mehr zum Lachkrampf. Jetzt kommen noch weggeworfene Akten und Hochstapler und Korruptionsfälle dazu. Also das nimmt ja kein Ende mit diesem Flughafen. Was denn für Korruptionsvorwürfe? Naja, also bitte, Ihr Technikchef Grossmann soll eine 500.000 verlangt haben von einem Unternehmen, wenn das den Zugschlag bekommt. Pfiffig. Pfiffig? Wieso denn pfiffig? Naja, das müssen Sie spielerisch sehen. Spielerisch? Was meinen Sie mit spielerisch? Eine Vergabe von Großaufträgen muss nicht immer laufen nach Schema F. Man kann sie auch mal flexibel gestalten. Flexibel gestalten? Was? Ja, im Fußball wurde gerade eine gewisse Flexibilität gefördert mit 3,5 Millionen. Wofür das denn? Nach Katar zu gehen? Naja, das ist ja aber auch Bestechung. Pfiffig. Was heißt pfiffig? Naja, was heißt Bestechung? Das war eine Frage des Geldes. Wieso das? Für 3,5 Millionen geht man nach Katar. Ja. Beim Herrn Grossmann ging es um 500.000. Ja. Hätte man dem Mann auch 3,5 Millionen geboten, hätte er den Flughafen Berlin-Brandenburg gebaut in Katar und wir wären alle sorgenlos. Das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, ob das die betroffenen Akteure auch so locker sehen. Herr Wowereit, muss ich sagen, also... Ist mir egal. Ja, schön, aber das können wir mal feststellen, denn wir sind jetzt verbunden mit dem Nationaltrainer unserer Elf, Jogi Löw, wenn wir Glück haben. Herr Löw, guten Abend, Herr Löw. Herr Löw, guten Tag. Herr Löw, danke. Ja, Moment. Herr Löw, wir sprechen gerade mit Klaus Wowereit über Korruption in Politik und Wirtschaft. Und auch die WM in Brasilien war ja überschattet von Vorwürfen dieser Art mit der FIFA. Wann sind wir schon mal zufrieden? Eigentlich nie. Ja, es geht ja um millionenschwere Korruption wegen der Katarer WM 2022. Wann schließt du keine Kompromisse? Der Katarer und ehemalige Funktionär Bin Hammam soll 3,5 Millionen bezahlt haben, nämlich Katar. Es gibt immer einen nächsten Schritt. Ja, und der sieht so aus, dass die FIFA fein dastehen will und den Finger auf Beckenbauer zeigt und der wurde für 90 Tage gesperrt, der hat den schwarzen Peter, das ist auch nicht fair. Keiner hat gesagt, dass das einfach ist. Keiner kann garantieren, dass am Ende alle zufrieden sind. Auch bei der WM 2010 sollen 5 Länderspiele manipuliert worden sein. Aufgepasst, Männer. Zweites Thema. Jetzt sauber in den neuen Kampf. Sonst ist der Platzverweis vorprogrammiert. Das ist ja also Herr Löw. Frühere FIFA-Präsidenten und Vorstandsmitglieder haben vor Jahren schon Schmiergelder bekommen. So ein uralter Hut, das weiß doch... Wichtig ist, dass wir uns alle wohlfühlen und dass es den Zuschauern Spaß macht. Ja, ist die FIFA nicht eigentlich ihr richtiger Gegner? So muss und wenn der Gegner in die Dusche ausweicht, was machen wir dann? Dann gehen wir mit. Was? Sie wollen auch bestochen werden? Ich verstehe. Herr Löw, müssen Sie nicht gegen die FIFA öffentlich protestieren? Das wäre doch Ihre... Wer kann das schon? Wir arbeiten dran mit 100 Euro Startguthaben bei der Bank an Ihrer Seite. Entschuldigung, es war ein anderer Werbespot. Also das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also. Herr Löw,
Ich lasse Sie mal am Spielrand stehen, Herr Löw, und frage mal Herrn Wovereit. Herr Wovereit, Herr Löw ist offenbar in traumatische Verdrängung versetzt wegen der Korruption. Müssen wir damit leben, dass überall in der Gesellschaft korrumpiert und bestochen wird? Überall bei der FIFA, überall, was ist das Wann denn? Sind wir schon mal zufrieden? Eigentlich nie. Keiner hat gesagt, dass das einfach wird. Keiner kann garantieren, dass am Ende alle zufrieden sind. Herr Wovereit, das ist Herrn Löws Werbetext, Herr Wovereit. Ach so. Na ja, was ist jetzt mit der Korruption? Ist das allgemeiner Ausdruck der Gesellschaft? Das möchte ich von Ihnen wissen. Naja, wir gehen ja in Berlin knallhart damit um. Ach so. Unser Herr Medorn hat sofort die Reißleine gezogen und sich und anderen befohlen auszudrücken, dass er über die ganzen Korruptionsvorwürfe auch ein Stück weit enttäuscht ist. Ich geb's auf. Herr Löw, Herr Wovereit und Sie, also ich bin völlig, keiner von Ihnen ist besonders nicht empört über das Thema Korruption. Da merkt man keine Erregung, wenn man das anspricht. Was ist das denn eigentlich mit Ihnen? Wann sind wir schon mal zufrieden? Eigentlich nie. Herr Löw, wir sind zurück aus der Werbepause. Korruption ist jetzt das Thema. Korruption, bitte. Was sagen Sie dazu? Also Korruption, das ist schön, das ist wunderschön, aber den Rasen kann man nicht bestechen. Nein. Wir wollen einfach nur unserer Leidenschaft frönen, egal wohin wir korrumpiert werden. Aber, ja. Mit dem Aber haben wir aber ja nichts zu tun. Aber wer hier unsere Lebensfreude nutzt, um jetzt Katar bei der WM auf den Tisch zu legen wegen Korruption, der ist einfach nur, ein Spielverderber. Und das ist aber doch, kann auch gleich behaupten, dass alle Fußballschuhe Fußpilz fördern oder dass alle Spitzensportler in Hotelhallen pinkeln. Aber der hat nicht kapiert, dass das alles Dinge sind, die das Weltgeschehen ausmachen. Was? Verpinkelte Hotelhallen und Korruption machen das Weltgeschehen aus? Wollen Sie das so stehen lassen? Ja, also Korruption, das klingt so unschön, so wunderunschön, aber... Dass man uns hier, auf eine Stufe stellt mit Korruption beim Berliner Flughafen oder Panzerdeals bei Griechenland, das hat uns einfach abgegradet. Was? Das hat uns für den Ernst des Lebens, fürs Qualifying qualifiziert und zeigt einfach, dass wir im Fußball dieselben Mittel und dieselben Verhaltensweisen und auch dieselben Ziele verfolgen wie die hohe Politik. Ja. Aber die Kritik ist doch, dass bei der WM Milliarden rausgegeben wurden für Stadien, die man besser vielleicht investiert hätte, zum Teil in Krankenhäuser und Schulen. Das ist doch der Vorwurf gewesen. Ja, also da ist der Kritiker natürlich in der Abseitsfalle, weil die nächste Kritik da schon vorprogrammiert wäre, wenn es für die Zuschauer und Fans dann heißt, wir müssen leider draußen bleiben, weil das Fassungsvermögen unverhältnismäßig klein ist, wenn wir spielen müssten in Schulen und Krankenhäusern. Was? Dankeschön. Dankeschön, Jogi Löw. Meine Damen und Herren, vielleicht wäre es dann doch besser gewesen unter diesen Umständen, wenn wir statt der Nationalelf die Bundeswehr nach Brasilien geschickt hätten, schon wegen der Militäreinsätze gegen sozial Benachteiligte. Ja, dann hätte man auch die Stadien länger nutzen können. Staat gegen Armut, eine immerwährende WM. Und dann hätte aber Jogi Löw natürlich die Bundeswehr trainieren müssen und Frau von der Leyen hätte die Nationalelf trainieren müssen, zumal es ihr ja meistens um die... Philipp Lahm, Kleinen geht. Ja, ich bin die neue Heerführerin. Ich will die Truppe herführen in die Auslandseinsätze der Welt und her zu sich selbst. In der familienfreundlichen Bundeswehr. Was heißt das? Ich will den Soldaten erinnern, dass er einmal Kind war, dass er sich das Kindliche bewahren darf, weil seine Kinder in der Nähe sind. In Notsituationen, wir kennen es aus Berichten aus dem Zweiten Weltkrieg, wissen wir, dass die Familie das schönste Hobby ist. Wir wollen mit der Familie die Bundeswehr zum schönsten Hobby ausbauen, in der Kriseneinsätze Spaß machen, weil jeder in der Familie mittut. Nichts passt so zusammen wie Bundeswehr und Kinderkram. Im freien Leben
sind Ohrfeigen gesetzlich verboten. Und Befehle und Anschreien gelten als Psychoterror. Das alles ist in der Bundeswehr soziale Grundlage. Nichts wie hier mit den Göhren. Kinder spielen gerne mit kleinen Panzern und mit Gewehren und als Cowboys mit Pistolen. Und das sollten wir nutzen, gehen wir spielerisch an die Krisenherde dieser Welt, weil da das pädagogische Potenzial zu Hause ist. In Deutschland verlernen immer mehr Kinder die Schreibschrift und das Lesen, aber in Afghanistan unter dem Schutz der ISAF-Truppen, da lernen dort aufgewachsene Kinder sehr wohl das Lesen und Schreiben. Führen wir mehr deutsche Kinder an diese Krisengebiete, damit sie lesen und schreiben lernen. Die Bundeswehr soll meine größte Kita sein. Als kleines Mädchen habe ich mir immer gewünscht, nicht zu spielen mit Puppen oder Kaufläden. Nein, zu spielen mit richtigen, echten Soldaten. Jetzt habe ich mir diesen Jugendtraum erfüllt. Die Bundeswehr, hier bin ich Kind, hier darf ich sein. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr als Kindergarten, das können wir vielleicht ganz gut besprechen mit jemandem, der regelrecht vor seinen Schülern geflüchtet ist, und zwar ins Amt des Ministerpräsidenten. Begrüßen Sie also in der Matthias Richting Show Winfried Kretschmann. Guten Abend, Herr Kretschmann. Ja, gut, also von mir aus. Ja, Herr Kretschmann, ist es heute in der Koalition mit der SPD leichter wie damals mit Ihren Kindern? Ja, gut, also das kann man so nicht vergleichen. Aha. In der innerkoalitionären Debatte mit der SPD ist natürlich die Reife und die Ernsthaftigkeit meiner ehemaligen Schüler schon etwas, was ich arg vermisse. Das kann ich mir vorstellen. Bundeswehr ist ja nochmal was anderes. Machen Kinder in Kasernen Sinn, wie Frau von der Leyen das will? Ja gut, also muss so sagen, Mitglieder von Schützenvereinen müssen ja ihre Waffen gut aufbewahren in Waffenschränken, damit potenzielle Amok-Schüler da nicht drankommen. Das torpedieren wir natürlich, man lässt die Kinder und die Schüler gleich mit in den großen Waffenschrank Bundeswehr aufbewahren. Dann nehmen die im Eventualfall keine Pumpguns mehr, sondern gleich einen ganzen Leopardpanzer, der eigentlich vorgesehen war für Saudi-Arabien. Genau, da sind wir schon beim Thema. Wird das heile Weltbild von Vorschulkindern nicht gestört, wenn sie mitbekommen, dass die Väter diskutieren über Waffenexporte und all diese Geschichten, die in die Welt passieren? Ja gut, also das Problem ist eher, dass mir von Deutschland aus Waffen oder zum Beispiel Chemikalien für Giftgas an zum Beispiel Syrien geliefert haben und da jetzt an vorderster Front mithelfen, diese Waffen und das Giftgas wieder zu zerstören. Naja. Das kapiert kein Kind. Ja. Das kapieren höchstens Erwachsene und auch nur, wenn sie die bundespolitische Berufslaufbahn eingeschlagen haben. Ja, aber wie wollen Sie das den Kindern erklären? Ja, aber so, in der Physik sagt man ja Perpetuum mobile. Naja. Also wir liefern quasi Waffen in Krisengebiete, damit wir dann einen Grund haben, kräftig zu protestieren, wenn Waffen in Krisengebieten auftauchen. Ja. Das ist so quasi ein Freihandelsabkommen mit uns selbst. Ja, ja. Wie Hannah Arendt. Kraftvoll sagt. Ach Gott, nee, also. Ach, also, jedes Mal. Ja, aber Herr Kretschmann. Bitte. Ja, Herr Gabriel hat aber doch im Wahlkampf versprochen, dass er weniger Waffenexporte zulässt und genehmigt. Ja, aber da hat gleich der Airbus-Chef Tom Enders Stellenabbau angedroht. Ja, das ist ja Erpressung, kann man sagen. Ja, aber Erpressung mit der Realität. Ja. Er meint halt so, wie mir Viecher abschlachten lassen fürs eigene Überleben und nun was zum Essen hat, so müssen wir auch Menschen sich abschlachten lassen in anderen Ländern, damit wir uns das Überleben überhaupt leisten können. Ja, das ist aber ziemlich verquer und verlogen. Und weil Kinder das eben in den Kasernen mitbekommen können, sagt man Frau von der Leyen schon, sie würde die Truppe führen wie eine Hausfrau. Das ist der neueste Vorwurf. Hausfrau, sagt man zu ihr.
Ja gut, also Ihre Hausfrauenmentalität hat natürlich den Vorzug, ja, dass der Soldat sich künftig für die eigene Verpflegung nicht mehr kraftvoll abschleppen muss mit seinem Blechgeschirr. Wenn Frau von der Leyen so weitermacht, dann wird sie künftig jedem Soldaten persönlich jeden Tag fürs eigene Wohlbefinden sein Leibgericht kochen. Dankeschön. Danke, Winfried Kretschmann. Und zurück zum Thema, zurück zu Ihnen, Herr Wowereit. Kosten bei der Bundeswehr, Kosten bei der Rente, bei Ihrem Flughafen, der wird immer teurer. Jetzt 5,4 Milliarden und wird nicht fertig. 5,4 Milliarden jetzt. Unglaublich. Ach, jetzt hören Sie doch mal auf. Der Flughafen wird ja immer billiger, je weniger er fertig wird. Wieso das denn? Wieso billiger? Also, wenn 5,4 Milliarden die neue feste Größe sind und wir wären in 2 Jahren fertig, dann sind wir 8 Jahre dran, dann kostet der Flughafen 5,4 Milliarden durch 2029 Tage, das sind 8 Jahre, sind am Tag 1,8 Millionen. Werden wir 2020 fertig, dann kostet der Flughafen 5,4 Milliarden durch 4.380 Tage, das sind am Tag 1,2 Millionen. Das ist die Hälfte. Was? Das heißt, wenn der Flughafen nie fertig wird, kostet er am Ende gar nichts. Was? Ich habe Sie angerufen. Also, vielleicht wäre das auch ein Vorschlag für Frau von der Leyen, damit sie die Kosten der Renovierung ihrer Truppe in Schach hält. Gerade wegen der Konflikte in der Ukraine und im Irak sage ich Ihnen als Verteidigungsministerin von der Leyen, wir müssen Krieg neu umdenken. Und wenn Präsident Obama sagt, er möchte mehr finanzielles Engagement der Europäer in der NATO, dann sagen wir, das kostet und das können wir nur leisten, wenn wir in der familienfreundlichen Bundeswehr mehr Kinder in den Kasernen stationieren, damit wir so den Etat der Bundeswehr aufstocken können mit Kindergeld und Elterngeld. Und wenn Präsident Obama, wenn Präsident Obama mehr Auslandseinsätze fordert, dann wissen wir, auch das können wir nur garantieren, indem wir die Stuben der Soldaten mit ihren Kindern lauschig gestalten, mit kleinen Fernsehern und kühlen Kühlschränken und Kuscheldekor. Und wenn dann die Kinder pubertär werden, empfinden Sie das alles als spießigen Horror, von dem Sie weg wollen? Und das ist die Grundvoraussetzung, damit Sie dann hinausstreben in die Krisengebiete. Natürlich ist das für die Eltern eine furchtbare Vorstellung. Denn dort droht ein Leben auf Leben und Tod. Aber auch da hilft mein Konzept der Gemütlichkeit des soldatischen Lebens. Weil wenn wir Kriege verhindern wollen, dann dürfen wir nicht nur die Stuben der Soldaten heimelig gestalten. Nein, dann müssen wir auch die trostlosen, hart umkämpften Straßenzüge in Kabul und Bagdad neu bepflanzen mit Usambara-Veilchen und Geranien und ausstatten mit netten Rattern, Gartenmöbeln und mit Hollywood-Schaukeln. Eine interessante Umgestaltung, Herr Wowereit, nicht? Deswegen sagen ja auch schon viele, Frau von der Leyen soll eigentlich zurücktreten. Und da sind wir schon wie beim Thema. Warum treten Sie eigentlich nicht zurück, Herr Wowereit? Warum treten Sie nicht zurück? Na, ich muss ja Verantwortung übernehmen. Die Leute sollen wissen, bei dem ganzen Schlamassel, der noch passieren wird am Berliner Flughafen, gibt es jemanden, der verantwortlich ist. Das müssen Sie sich vorstellen wie bei jedem Mordfall. Die Opfer können erst abschließen mit der Tat, wenn der Täter gefunden ist, der Verantwortliche.
Am Berliner Flughafen können die Opfer schon abschließen, bevor die Tat überhaupt vollendet ist. Dazu haben Sie ja viel Stellung genommen. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, dass alle Welt dauernd nölt, Herr Wowereit, der Berliner Flughafen wird nicht fertig. Ich kann Ihnen heute noch exakte Pläne erstellen mit genauen Daten, wann welche Bauphase pünktlich nicht fertig geworden ist. Und dass der Flughafen 2012 nicht fertig wurde, war insofern gut, als es uns genügend Zeit gegeben hat, minutiöse Angaben zu erstellen. Und wir können heute exakte Mengen sagen, es dauert. Haben aber die Konsequenz aus den baulichen Verzögerungen gezogen, der Flughafen bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Und hätte auch Vorzüge. Ich darf in dem Zusammenhang mal erinnern an den Pilotenstreik von neulich. Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt lagen tagelang lahm. Lufthansa hatte ein Minus von 75 Millionen. Ja, also wir in Berlin hatten keine Probleme mit dem Pilotenstreik. Ich verstehe in dem Zusammenhang auch gar nicht, dass es ein Volksbegehren gibt, ich solle als Bürgermeister zurücktreten. Was hat denn der Flughafen mit dem Bürgermeister zu tun? Ich habe als Bürgermeister Hervorragendes geleistet für die Stadt Berlin und das hat wiederum mit dem Flughafen nichts zu tun. Gut, die Zahl der kriminellen Taten ist leicht gestiegen, aber dafür ist die Aufklärungsquote kräftig gesunken. Und hätte auch Vorteile für die Stadt, finanzieller Art. Ja? Nehmen Sie nur zum Beispiel einen Diebstahl einer Handtasche einer Oma auf dem Kudamm. Die hat da 50 Euro drin, dann nimmt die Polizei das auf, sind Bearbeitungsverwaltungsgebühren, die kosten schon mehr, wie das, was in der Tasche war. Aber gut, was tut man nicht alles für seine Bürger? Wenn wir den Täter nicht finden, bleibt es wenigstens dabei. Finden wir ihn aber, gibt es Prozesskosten, Knast mit Verpflegung, Revision. Da können Sie mal sehen, was wir der Stadt an Geld sparen, wenn die Aufklärungsquote so gering wie möglich ist. Also, deswegen ist ein Rücktritt als Bürgermeister völlig absurd. Herr Wowereit, mehr ist dazu nicht zu sagen. Nicht? Und deswegen verabschiede ich mich von Ihnen hier, bedanke mich, dass Sie da waren. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Von mir aus. Und ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie da waren. Und kann ich nur sagen, wie Sie, ob Bestechungsgelder am Berliner Flughafen oder bei der FIFA oder bei Panzerdeals mit Griechenland, ob Geldbeschaffungsmaßnahmen bei Elise Schwarzer oder Uli Hoeneß. Jetzt verstehen wir auf einmal, warum Christian Wulff immer noch behauptet, er sei der bessere Präsident. Ja? In Zeiten von allgemeiner Steuerhinterziehung, von Schwarzarbeit, von Mauscheleien, von Tricks, von Lügen, von Rausredereien würde Christian Wulff uns wirklich am glaubwürdigsten vertreten. Und das, ja, ja. Und das alles zeigt doch, wo die Leitfiguren dieser Gesellschaft uns hinführen wollen. Sie wollen uns zeigen, dass das Grundproblem bei uns ist, dass wir Moral und Ehrhaftigkeit in die Grundregeln des Lebens hineingeschrieben haben und gleichzeitig Mensch sein wollen. Und wer genügend Geld hat, der verwirklicht das ja auch. Moral ist der Mindestlohn für die, die anständig bleiben müssen aus Geldmangel. Moral und Anstand ist etwas für Leute, die sich nichts Besseres leisten können. Schönen Abend noch.